Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von unserer spirituellen Sprechstunde. Und viele werden sich vielleicht schon fragen, wann kommt denn wieder unser Gianni Balducci? Und heute ist er bei mir und wir werden mit seiner Geschichte fortfahren, wo wir letztes Mal aufgehört haben, gleich nach dem Intro. So, liebe Zuseher, hier ist er bei mir, Gianni Balducci, und du hast die Gemüter positiv erregt mit deiner Geschichte. Viele wollen natürlich wissen, wie ist es weitergegangen die letzten 10 Jahre, nachdem dass du diese Wunde erlebt hast und du dieses Lichterlebnis hattest und du begonnen hast, Menschen zu begleiten. Und du hast ja auch eine Dokumentation gemacht, wo das Thema ist, den Weg, den eigenen Weg in Liebe gehen. Wieso ist dir das Thema Liebe so wichtig und was machst du denn eigentlich jetzt? Nochmal danke vielmal, dass ich hier sein darf, für diese Möglichkeit. Ja, also die Geschichte ging so weiter, dass ab dem Tag, wo ich diese Öffnung erlebt habe, es war eine Öffnung, sich sehr viel verändert hat. Es schossen Prozesse hin, was nicht immer einfach war. Meine Themen kamen alle hoch. Immer wieder. Versuchungen waren dort, wo aber für mich sehr wichtig waren. Weil diese Versuchungen haben mir ja immer wieder die Möglichkeit geschenkt, in meiner Kraft zu bleiben. Weil ohne, dass ich versucht geworden wäre, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, meine innere Kraft auszudrücken. Du hast also praktisch auf dieses Vertrauen gesetzt, dass diese Kraft, die durchwirkt, durch dich wirkt oder die auch dir Versuchungen aufzeigt, vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele bringen, die aber davor bewahrt, den falschen Schritt zu gehen, in Anführungsstrichen. Nein, das bewahrt sie nicht, weil diese Kraft respektiert jeden Schritt, den ich mache. Diese Kraft ist nicht da, um mir zu sagen, was ich machen soll und was nicht. Und das ist sie auch bei niemand anderem. Sehr viele Menschen sind dort wie in einem kleinen Irrtum. Sie denken manchmal, dass diese Kräfte uns eine Aufgabe geben, was wir machen sollen. Nein. Diese Kräfte möchten uns einfach mehr erinnern an unsere Gaben und Fähigkeiten, wo wir uns tragen. Weil sie respektieren unseren Weg, weil es ist ja unser Weg, den wir hier auf Erden offenbaren möchten. Wir sind ja hier, jeder Mensch ist hier, um seine Geschichte zu offenbaren. Nur die meisten Menschen offenbaren nicht die eigene Geschichte, sie offenbaren eine Geschichte, wie sie sein sollte. Verstehst du? Weil sehr viel sie programmiert, konditioniert sind und eigentlich eben, sie spüren sich nicht mehr. Eben, im ersten Teil hatte ich es ja auch schon mal angesprochen. Wir Menschen sind wie entfremd, weil wir spüren uns nicht mehr. Würden wir mehr in uns gehen, würden wir dort mehr unser Wesen wahrnehmen. Und dann würden wir unsere Qualitäten und Fähigkeiten mehr wahrnehmen. Würden wir den Fokus mehr auf das richten, würden wir mehr im Fluss des Lebens sein. Nur die meisten Menschen sind nicht in diesem Fluss des Lebens, weil sie eben nicht auf ihrem Weg in dieser Form sind, wie sie sein könnten. Gehört da vielleicht mehr Mut dazu? Wir werden, wie du gesagt hast, von klein auf konditioniert für die Welt im Außen. Wir gehen in den Kindergarten, in die Schule, wir studieren, um eben dieses Wirtschaften, diesen Materialismus, dieses Wachstum zu bedienen, zu machen, zu konsumieren, den Sinn des Lebens zu suchen. Uns wird ja nicht gezeigt, in uns zu gehen, wenn man sagt, die Antworten sind in dir. Ja, das ist nicht so. Weil eigentlich ist es so, dass seit Anfang der Menschheit der Mensch immer wieder erinnert wurde, geht in euch, geht in die Stille, geht in die Natur und ihr werdet euch finden. Nur, ob wir es machen oder nicht, ist der Unterschied. Dass wir in den Kindergarten gehen, in die Schule gehen, eine Ausbildung machen, studieren, auch in dieser Welt leben, das ist ein Segen, dass wir das auch machen können. Aber wichtig ist, dass der Mensch sich erinnert, dass das nur ein Teil davon ist. Es gehören auch noch andere Teile dazu. Wenn wir aber nur einen Teil leben und den anderen Teil nicht leben oder die anderen Teile nicht leben, was bedeutet das? Dann werden wir in einem Ungleichgewicht sein mit uns. Wenn wir in diesem Ungleichgewicht sind, wird unser Körper, unsere Psyche es eines Tages aufzeigen. Jetzt spielen dort aber auch noch andere Faktoren eine Rolle. Es ist ja nicht nur so. Ich weiß, viele Menschen denken, sie werden geboren und fangen von neu an. Oder alles fängt an. Wir machen jetzt mal eine Möglichkeit auf. Es geht ja nicht um einen Glauben. Ich bin nicht für das hier hingekommen. Was ja der Mensch glaubt, das ist seine Sache. Und er soll das auch glauben, was er möchte.
Aber wichtig wäre mir mal einfach, den Menschen etwas mitzugeben. Macht mal einfach die Möglichkeit offen. Was wäre, wenn es ein Leben nach dem Leben geben würde, vielleicht? Und vielleicht ein Leben vor dem Leben? Dann könnte es ja sein, dass ich ja vielleicht auch etwas mitnehme, schon in dieses Leben. Wenn ich etwas mitnehme in dieses Leben, bedeutet das, dass mich teilweise auch tangiert. Manchmal kann es mich steuern, tangieren, aber es kann mich auch unterstützen. Nur wir Menschen sind so gefangen in unseren Themen, wo wir drin sind, dass wir es nicht mehr sehen. Wir sind immer in einem Wollen. Wir wollen immer mehr, wir wollen immer mehr. Aber wir haben nicht verstanden, es geht nicht um mehr zu wollen, es geht eher um mehr es loszulassen. Ich möchte hier ein kurzes Beispiel geben. Der Mensch ist reines Licht, reine Liebe, reine Weisheit, reine Barmherzigkeit. Das ist das, was er ist und noch alles andere auch. Jetzt hätte er die Möglichkeit, es zu leben. Aber wenn er in dieses Leben eintaucht, ist das wie so, wenn er ein Kleid anzieht, ein Erdenkleid. Mhm. Jetzt ist aber dieses Erdenkleid da, um dieses Licht, diese Barmherzigkeit, diese Wahrheit, diese Liebe, diese Freiheit zu offenbaren, damit es gelebt wird. Das ist der höchste Segen, was man erleben kann. Mhm. Nur, was machen wir Menschen? Wenn, sobald dass wir hier sind, wir wüssten, es müsste daran an uns liegen, dieses Kleid mehr loszulassen. Also das heißt, den Fokus nicht zu stark auf das Materielle zu legen. Mhm. Trotzdem, aber nicht falsch verstehen, der Körper, das ist unser Tempel. Und das ist sehr wichtig, dass wir ihn wertschätzen, pflegen, gut mit ihm umgehen. Aber nicht nur den Fokus, dass wir den Körper sind, dass wir aber einen Körper haben. Wenn wir mehr dort loslassen würden, würden wir mehr erkennen, was wir sind. Was würde dann geschehen? In dem Moment, wenn wir es mehr loslassen würden, dieses Kleide, während dem Leben, würden wir mehr das innere Licht wahrnehmen. Nur die Menschen machen genau das Umgekehrte. Anstatt dieses Kleide loszulassen, ziehen sie immer mehr Kleider an. Sie ziehen immer mehr Kleider an, immer mehr Kleider. Und dann kommt immer das Thema, wo bei den meisten ist, sind sie auf der Suche. Ja, die fokussieren. Die meisten Menschen suchen das Licht, aber sie suchen es im Außen. Sie suchen es bei einer Person. Sie suchen es in einer Gegebenheit. Sie suchen es in einem Tempel, in einer Kirche, an einem Konzert, an einem Seminar. Dort kann man vielleicht die Erinnerung bekommen. Das eigene Licht ist aber in uns. Und wenn wir nicht diesen Schritt machen, in uns zu gehen, werden wir dieses Licht nie wahrnehmen. Ja, du sprichst ja auch immer vom Ausgleichen, vom ja. Körper, Geist und Seele. Genau. Wenn man nur Körper pflegt und nur am Körper im Außen liegt, dann werden die anderen beiden in Ungleichgewicht gebracht. Ja, aber vielleicht hier als Mensch mal so zu sehen. Körper, Geist und Seele ist dann ja mal das eine. Aber jetzt gehen wir mal in eine Perspektive rein für den Mensch hier auf der Erde, vielleicht ein bisschen einfacher. Weil sehr viele Menschen können nicht unterscheiden, was Geist und Seele ist. Das können sie nicht. Aber was sie vielleicht unterscheiden können, ist, dass wir einen Körper haben und dieser Körper uns die Möglichkeit schenkt, zu bewegen. Mhm. Dass wir vielleicht einen Verstand haben, der uns die Möglichkeit schenkt, zu denken. Und dass wir ein Herz haben, das uns die Möglichkeit schenkt, zu fühlen. Was heißt das? Das Fühlen ist eine Kommunikationsart, die wir haben. Das Denken ist eine Kommunikationsart, die wir haben. Die Bewegung im Körper ist auch eine Kommunikationsart, die wir haben. Würden wir mehr diese Kommunikationsarten in einem Gleichgewicht integrieren, wären wir viel, viel flexibler. Weil eigentlich ist es so, wenn ich zu stark in meinem Verstand drin bin, in meinen Gedanken, könnte ich ja in meinen Körper reingehen, den Körper brauchen, dann verändert sich die Wahrnehmung. Dann kann es dort wieder fließen. Oder vielleicht umgekehrt, vielleicht wenn ich zu fest im Körper bin, nein, jetzt setze ich mich mal hin, höre ein bisschen Musik, wo mich inspiriert, dass ich mehr in meinen Gefühlen drin bin, dass das wieder fließen kann. So können wir uns ja immer unterstützen. Es ist wie ein Dreieck. Jetzt, für die Menschen, wo vielleicht das auch noch sehen möchte. Der Verstand, die Gedanken sind die Sprache des Geistes. Also das heißt, mit dem Verstand hätte man die Möglichkeit, in den Geist einzutauchen. Aber wann? Nur dann, wenn man anfängt, den Verstand so zu aktivieren, dass man die Möglichkeit immer offen lässt, dass es immer anders sein kann, weil dann haben die eigenen Programme, Muster, keine Kraft mehr über uns und dann nimmt man in dem Moment den Geist mehr wahr. Ein kurzes Bild. Mhm. Stellt euch vor, ich nehme gerne dieses Beispiel, es erklärt es gut. Wenn eine Gewitterfront kommt, dann sehen wir einen dunklen Himmel. Das ist so für uns Menschen dann, wenn wir in unseren Gedanken gefangen sind oder in unseren Gefühlen gefangen sind oder im Körper gefangen sind. Wenn wir mehr in uns die Möglichkeit aktivieren, dass alles immer anders sein könnte und dass sich auch alles verändern kann, aktivieren wir in uns eine Kraft. Diese Kraft könnte man nennen die Kraft des Wunders.
Weil das ist die Kraft der Veränderung. Kraft des Wunders hört sich gut an. Genau. Weißt du, was geschieht dann? Dann wirst du merken, dann ist es wie wenn bei einem Gewitter auf einmal eine Schneise aufgeht und ein Licht durchkommt. Weil wenn du es nicht machst, wirst du gesteuert von den Gedanken. Die Gedanken wollen dir immer sagen, was richtig und falsch ist. Oder das darfst du nicht und das ist gut, weil aus unserer Prägung, Erfahrung, Konditionierung, was wir erlernt haben und programmiert haben, aktivieren wir mehr unser Bewusstsein, dass es immer anders sein könnte, werden wir anfangen, hinter diese Welt zu sehen. Genau, das würde ja bedeuten, dass diese Kultur, diese Zivilisation, die wir aufgebaut haben, ja immer nur eine Momentaufnahme ist, aus einem Blickwinkel heraus. Und das auch tatsächlich zuzulassen, dass man sagt, okay, wir haben zwar hier den Stand der Wissenschaft, aber es könnte auch anders sein. Es könnte vielleicht auch, bleibt ja nie stehen, es verändert sich, es ist ein evolutionärer Prozess. Und dann plötzlich kommen neue Ideen und man sieht, dass hinter der dunklen Wolke tatsächlich noch ein blauer Himmel ist. Ja, und vielleicht auch mal eben das, auch wenn es ein Gewitterfront auf jemand zukommt, seid euch bewusst, oberhalb des Gewitters ist immer noch die Sonne. Ja, genau. Versteht, wenn man das integriert, dann weiß man, dass es eben auch immer anders sein kann. Jetzt ist es aber so, du hast etwas Spannendes angesprochen. Unsere Wissenschaft. Ja, unsere Wissenschaft, nochmal, die ist sehr wichtig. Weil ohne Wissenschaft wären wir auch nicht heute dort, wo wir jetzt wären. Aber es braucht alles. Es braucht mehr Brücken in der Zukunft, mehr Verständnis. Was für mich sehr wichtig ist, dass wir mehr miteinander einen Weg gehen. Weil miteinander werden wir die Möglichkeit haben, weitergehen zu können. Das ist aber die Schwierigkeit, Konzepte zu finden. Das wurde schon seit mehreren tausend Jahren versucht, eben dieses Miteinander zu finden. Und dann bilden sich wieder Cluster und einzelne Kulturen, die dann wieder miteinander in Krieg ausarten, weil der eine denkt, sagt, meine Denkrichtung ist richtig und die ist falsch. Wie schaffen wir das, gemeinsam einen Weg zu gehen? Das Problem, wenn man von einem Problem sprechen möchte, ist, dass der Mensch etwas vergisst. Wenn im Leben sich nachhaltig etwas verändern möchte, dann braucht es verschiedene Faktoren. Und das ist das, was die meisten vergessen. Das erste ist eine Bereitschaft. Die Menschen wollen, wer will, ist nicht bereit. Weil wer bereit ist, geht davon aus, dass es schon da ist. Mhm. Aber dann ist er auch bereit, Schritte dafür zu tun. Dann kommt das Nächste. Bevor das wir bewegen, brauchen wir ein Fundament. Ohne das Fundament können wir nicht bewegen. Was meinst du mit Fundament? Das Fundament heißt, der Mensch muss zuerst so weit sein. Es genügt nicht nur, wenn 10 Menschen so weit sind. Es braucht, dass die Menschen mehr und mehr aufwachen und erkennen, okay, jetzt ist es der Moment da. Und dann kommt der richtige Zeitpunkt. Viele Menschen wollen, aber es ist noch nicht der Zeitpunkt. Okay. Und das ist wichtig. Und wie merkt man das? Wenn der Zeitpunkt da ist, dann kommt es. Dann wird es gebracht. Dann wird es offenbart. Wenn jemand bereit ist, seinen Weg zu gehen, dann geschieht Veränderung. Wenn er nicht bereit ist, dann will er. Das ist dort, wo die meisten drin sind. Das ist das, was eigentlich jetzt, wo wir sehr stark drin sind. Wir sprechen ja jetzt immer wieder, viele sprechen davon, dass es jetzt sich öffnet, dass es heller wird. Ja, das ist so. Aber vergisst bitte nicht, den Prozess darf jeder auch machen. Weil ohne Prozess können wir nicht weitergehen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, wo wir gerne angesprochen haben. Es war im 2022, Anfang Jahr. Ich hatte das ganze 21, das starke Bedürfnis, mich für eine längere Zeit in die Gebete und in die Stille zu begeben. Aber ich habe mir diese Zeit nicht gegeben, weil es war so viel los. Ich habe es mir nicht gegeben. Da bekam ich einen großen Segen. Gerade nach Weihnachten 21 bekam ich Corona. Dann wusste ich, 10 Tage Quarantäne. Okay. Was hieß das für mich? Ich schloss mich in meine Praxis ein, in Quarantäne. Ich sagte meiner Frau, ich werde die nächsten Tage nicht essen, weil ich in meine Gebete und Meditation reingehen möchte und ich werde nachher wieder rauskommen, wenn es soweit ist. Die ersten 3 Tage hatte ich auch Symptome, aber die dürften auch sein, weil das ist etwas Natürliches. Ich bin mit dem Prozess gegangen. Ab dem 3. Tag fing ich an, in die Gebete reinzugehen. Desto mehr, dass ich betete, ging ich wieder in die Stille, in Gebet, Stille und Gebet. Und ich ging immer tiefer in die Frequenz, immer tiefer und tiefer. Ja, und ich spreche es an, ich nahm immer mehr Gott wahr. Und da war ich in einem Gespräch mit Gott, das hat mich unglaublich berührt. Es war ein Gespräch der Liebe. Gott sagte mir in dem Moment, es ist so schön, wie du deine Liebe lebst und deinen Weg, den du gehst. Aber er erinnerte mich an etwas.
Er erinnerte mich und sagte, weißt du, vergiss das nie. Dass du liebst, ist, weil du meine Liebe gespürt hast. Aber ich möchte dir etwas sagen. Ich habe die Menschen geliebt, bevor das sie waren. Ich liebe sie jetzt und ich werde sie immer lieben in alle Ewigkeiten. Da geschah etwas. Da wurde ich mir bewusst der bedingungslosen Liebe Gottes. Mhm. Nicht das Wort. Ich spürte die bedingungslose Liebe Gottes. Und in dem Moment wusste ich, kam der Impuls auch. Das ist der Schlüssel für die Menschheit. Und dann kam es sehr schnell darauf, ich möchte gerne diese Geschichte erzählen, den eigenen Weg in Liebe gehen. Der eigene Weg. Es geht ja um den eigenen Weg. Ganz genau. Wenn ich mehr meinen Weg in Liebe gehe, was geschieht dann? Dann werde ich mehr im Gleichgewicht sein. In der Liebe, wo ich spreche, das ist die bedingungslose Liebe. Das darf sein und das darf sein. Weißt du warum? Weil alles eine Geschichte hat, alles hat seine Richtigkeit. Auch wenn wir heute im Jahr 2022 leben, ich weiß, es hat Kriege, ich weiß, es gibt Missbräuche, ich weiß, es gibt Armut, Hunger, Ungerechtigkeit. Ja, ich weiß, dass es das gibt. Aber vergisst bitte nicht, das ist das Resultat von unserer Geschichte. Wenn wir das verurteilen, können wir nicht weitergehen mit unserer Geschichte. Darum braucht es jetzt Verständnis. Das heißt nicht, es gut heißen. Genau, das heißt nicht, dass ich sage, ich muss es unterstützen. Aber Verständnis in euch, ohne es zu verurteilen, weitergehen zu können. Und wir müssen nicht etwas Neues machen. Wir dürfen es anders machen. Das erinnert mich an die Geschichte, vielleicht kannst du die erzählen, wo ein Mann zu dir gekommen ist, der von all seinen Freunden, Familie, niemand wollte mit ihm was zu tun haben, weil er eben ein Bedürfnis hatte, mit seiner, glaube ich, Tochter Sex zu haben. Ja, und er hat gesagt, du bist, glaube ich, meine letzte Anlaufstelle, Gianni. Ja, das war sehr spannend, weil eben es sind teilweise sehr schwierige Schicksale, die kommen von den Menschen, die zu mir kommen. Und auch mit dem umzugehen ist nicht immer ganz einfach. Ja. Aber warum ich mit denen umgehen kann, ist, weil ich jeden Menschen respektiere, wo er drin ist. Es ist seine Geschichte. Ja. Ich bin nicht hier, um die Geschichte zu verändern. Ich bin hier, um Möglichkeiten zu schenken, wenn jemand möchte, dass vielleicht sie oder er anders mit der Geschichte umgehen könnte. Und dann geschieht Veränderung, dann geschieht die Wandlung. Weil die meisten Menschen machen ja immer das. Sie erfahren immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Aber irgendwann können sie ja bewusst werden, ich könnte ja anders umgehen mit dieser Erfahrung. Ja. Anders umgehen bedeutet eine andere Wahrnehmung, andere Reaktionen und dann ist es so. Genau. Dieser Mann, der wurde vor allem verurteilt, weil er eben diese Bedürfnisse hatte. Er hat gesagt, das geht gar nicht. Also es ist so, als er da war, für ihn war es schon sehr schwierig, über das zu sprechen. Mhm. Weil er war in einer sehr schwierigen Situation. Das heißt, er hatte Gefühle gegenüber seiner Tochter, aber nicht nur Gefühle eines Vaters. Er hatte auch sexuelle Gefühle. Und das war sehr schwierig für ihn. Aber er erkannte das und suchte sich Hilfe. Mhm. Er suchte sich die Hilfe, er ging verschiedenen Orten hin und man versuchte ihn zu unterstützen. Aber für ihn war es immer wieder so, dass er an den Punkt kam, dass das falsch ist. Dass das falsch ist. Und das erzeugte in ihm immer wieder, er ist nicht gesund, er ist krank. Und wisst, wenn jemand das Gefühl hat, er ist krank, wird es schwierig sein, dort weiterzugehen zu können. Ja, und im Gespräch habe ich ihm aber auch dann gesagt, ich sagte, ja, aber es ist doch ganz natürlich, dass du diese Gefühle hast. Dann wird er aber geschaut. Und dann hat er mich angeschaut, ja, wie meinst du das? Dann sage ich so, ja, es ist natürlich, dass du das hast. Ja, wie meinst du das? Na, sage ich so. Ja, wenn ich es so sehen würde wie die anderen, wäre es vielleicht auch nicht einfach für mich. Aber da ich dich respektiere, sehe ich deine Geschichte. Also die Kräfte zeigten mir die Geschichte dieses Mannes, vielleicht nicht nur in diesem Leben, in einem Vorleben. Okay. Und dann zeigten sie mir, im Vorleben war er der Mann und die Tochter war die Frau. Okay. Und sie waren in einer unglaublichen Beziehung. Und in einer Bindung, vor allem, sie erlebten alles, sie leben die Liebe in jeglicher Sphäre. Und dort gehört auch die Sexualität dazu. Ja, und wenn diese Bindung mal entstanden ist, diese Bindung wird ewig sein. Okay. Das passiert ja Menschen. Menschen manchmal treffen Menschen. Liebe, ja. Wenn Menschen manchmal jemanden treffen, wo sie schon geliebt haben in einem anderen Leben, können sie es nicht verstehen und die Liebe ist einfach da. Mhm. Aber. Und dann macht es bei ihm sofort, arbeitet es bei ihm und er wurde bewusst. Er hat, ja, und dann habe ich gesagt, ja, aber in diesem Leben hast du gewählt, die Rolle des Vaters zu sein. Und sie die Tochter. Das heißt nicht, dass es falsch wäre, auch wenn du etwas machen würdest. Ich verurteile dich nicht.
Aber in unserer Gesellschaft, in unseren moralischen Gesetzen, wo wir drin sind, passt das nicht rein. Mhm. Und ich bitte dich, das zu respektieren und zu sehen. Und dann durch diese Situation, durch dieses Gespräch, konnten wir dort mehr und mehr Schritte machen und er konnte sich durch das lösen und er fand seinen Frieden in sich. Er wusste jedes Mal, wenn er seine Tochter sieht und das auch spürt, sagt er, das ist von meinem anderen Leben, aber heute bin ich hier und heute ist es ein anderer Weg, den ich gehen möchte. Und jetzt ist es dort auch weitergegangen. Und die Geschichte ist ja sensationell, wie das weitergegangen ist. Sie ist nicht nur sensationell für diese Person, weil diese Geschichte hat ja nicht nur ihm aufgezeigt, das Band der Liebe. Sie hat ihm auch aufgezeigt, dass es ein Leben vor dem Leben gibt. Und das ist ja das, was ich ja immer wieder erlebe. Es gibt ja Menschen, die erleben durch eine Erfahrung, die sie machen, wo vielleicht für sie sehr schmerzhaft ist im ersten Moment, aber im zweiten, dritten Moment unglaublich viele Erkenntnisse, die sie das dadurch erkennen können. Ich glaube, dass dieser Mann aber auch jetzt andere berät und... Dieser Mann teilt diese Weisheit auch weiter, ja, genau. Macht das auch, breitet das auch teilweise weiter, wie es für ihn ist. Und ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr eigentlich gesehen, aber für mich ist das auch okay, weil das Schönste ist für mich, wenn jemand kommt und geht und er braucht die Unterstützung nicht mehr. Weil ich bin kein Therapeut oder etwas in so einer Richtung. Ich bin ein Begleiter. Mittlerweile, glaube ich, gibt es ja auch ein ganzes Jahr Seminare, mehrere Tage, glaube ich, ein Seminar in Zypern, wo hier alle Themen, du hast ja hier eine ganze Bandbreite, wo du den Menschen diese Dinge offenbarst, du sagst, es wurden den Menschen schon immer offenbart, aber nochmal die in Erinnerung zu rufen, die kosmischen Gesetze, warum bist du hier, was ist das Leben, wie funktioniert das, wann sind deine Gedanken, was sind fremde Gedanken, wann weißt du, wann du in deinem Programm bist, wie kannst du dein Leben ändern, wie kannst du die Perspektive ändern, das sind sensationelle Seminare. Wie geht denn dein Weg weiter, weißt du das schon? Mein Weg geht mit jedem Schritt weiter. Ich mache mir nicht mehr so viele Sorgen, was kommen mag. Ich weiß einfach, dass ich wählen kann den nächsten Schritt, wo ich mache. Und dort kommen wir wieder zum nächsten. Dort wähle ich, meinen Weg in Liebe zu gehen. Wenn ich in Liebe meine Schritte mache, wenn ich nicht verurteile, nicht richte, aber in Achtsamkeit mit mir gehe, dann werde ich diese Resonanz, diese Frequenz ausdrücken. Und dann weiß ich, und das weiß ich. Ich weiß, ich werde immer das bekommen, was nötig ist, damit ich weitergehen kann. Und das ist ja eine Erkenntnis, die wirklich jetzt ganz wichtig ist, auch für unsere Zuseher. Das heißt, es ist ja nicht nur bei dir, sondern jeder, der sagt, ich gehe jetzt meinen Weg in dieser Wahrheit, in Liebe, der wird auf die gleiche Resonanz treffen. Jeder. Ich bin nichts mehr, nichts weniger. Wir sind alles Brüder und Schwestern. Wir haben alle genau die gleiche Möglichkeit in uns. Wir sollen diese Möglichkeit auch leben. Ich möchte hier in ein Beispiel reingehen. Wenn man in ein christliches Beispiel reingeht, hat man ja mal gehört, als Jesus zu den Menschen sprach und er sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit. Ja, und das garantiere ich euch, Christus ist der Weg und die Wahrheit. Aber Christus hat nachher nochmal etwas gesagt. Aber ihr seid auch der Weg und die Wahrheit. Mhm. Und jeder hat der Weg. Den Weg ist die Liebe und die Wahrheit in sich. Wann drücken wir die Wahrheit aus, wenn wir ehrlich sind mit uns? Mhm, genau. Aber zuerst braucht es, dass wir anfangen, ehrlich sein mit uns. Wenn wir nicht ehrlich sind mit uns, können wir nicht mit anderen Menschen ehrlich sein. Und in diesen Seminaren, Einzelsitzungen, Wochen geschieht eigentlich das, dass diese Möglichkeiten offenbart werden, geteilt werden, für die, die möchten. Und die, die nicht möchten, ist auch okay. Weil hier geht es nicht um etwas zu missionieren und gar nichts. Ganz genau, das ist auch wichtig. Das, was ich in mir trage, das, was kommt, das schenke ich. Das habe ich bekommen und das gebe ich. Mehr kann ich nicht geben. Mhm. Für das bin ich auch da. Und wichtig ist mir auch, dass die Menschen wissen. Manchmal fragt man immer wieder, ja eben, höre ich auch immer wieder jetzt, ja eben, aber kam immer wieder das Gespräch auf, ja, aber jemand, der so eine Gabe hat, der müsste das gratis machen. Mhm, dann sage ich so, ich weiß ja nicht, aber die, die mich kennen, die wissen ja, wie ich bin. Und bei mir darf jeder kommen. Meine Tür ist für alle offen. Ja. Ich mache auch Seminare, Workshops, da gibt es verschiedene Tarife. Das heißt, ein Normalverdiener kann auch etwas zahlen. Das ist auch ein Ausgleich. Genau. Jemand, der weniger ist so, aber jemand, der nicht verdient, der hat genau den Platz. Ganz genau. Wenn nicht sogar der Platz vorne. Mhm. Weil es für ihn der Moment ist. Die Türen sollen offen sein. Ganz genau. Und das finde ich, das ist sehr wichtig für uns, für die Zukunft, dass wir mehr dort uns öffnen. Ich höre immer wieder bei vielen in den energetischen Bereichen, sie sagen, ja, was braucht einen energetischen Ausgleich? Und ich sage euch, der größte energetische Ausgleich, wisst ihr, was es ist? Nicht, was ihr bekommt, wenn ihr geben könnt. Das ist auch ein kosmisches Gesetz. Das Teilen, wenn ihr teilt, wenn jemand zu mir kommt und ich teile ihm,
Durch meine Gaben und Fähigkeiten teile ich ihm Möglichkeiten. Mhm. Dann kann er es ja auch ausgleichen, aber nicht indem, dass er mir etwas gibt. Er kann das so machen. Aber wisst ihr, was das schönste Teilen ist? Was weitergibt. Wenn er seinen Weg geht. Ja. Weil ich weiß, er bin ich und ich bin ihm. Genau. Er ist ein Teil in mir. Mhm. Darum werde ich immer diese Unterstützung, solange dass ich hier bin, geben können. Mhm. Und das weiß ich auch und ich gebe sie frei. Und das ist mir auch noch etwas, was ich, ja, ich wünsche mir sogar das noch, also wünsche, ich weiß sogar, dass das kommen wird, dass die Menschen auch geführt werden dann in dem Moment, dass vielleicht in den nächsten Jahren, dass man vielleicht auch ein Zentrum aufbauen könnte, wo aber für die Menschen kostenlos ist. Ja. Ganz kostenlos. Das wäre natürlich sensationell. Das wird kommen. Das weiß ich. Mhm. Aber es wird dann kommen, wenn das Fundament steht, die Bereitschaft da ist und der Moment da ist. Der Moment da ist. Und bis dahin hin geht es nicht darum, um zu entscheiden, was richtig oder falsch ist. Mit dahin ist es, bestätigen wir das Leben, was ist. Am Morgen, wenn ich aufstehe in meinen Gebeten, das möchte ich noch schnell mitgeben für die Menschen, bedanke ich mich immer. Mein Morgengebet ist das Dankesgebet. Danke für diesen Tag, den ich heute haben darf. Danke für diese Gaben und Fähigkeiten, die hier sein dürfen. Danke für die Menschen, die kommen dürfen. Aber ich möchte mich vor allem bedanken für die Momente, wo ich Mühe habe. Weil dort wird mir gezeigt, dass ich dort noch mehr lieben darf. Und ich bedanke mich auch für die Liebe, die ich spüren darf. Mhm. Aber ich weiß, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Mach mich ein Werkzeug deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit und Kraft. Weil in dir liegt die ganze Kraft und nicht in mir. Wir sind nur Werkzeuge. Und das ist wichtig, dass wir demütig sind. Demütig unseren Weg gehen, uns respektieren. Und so macht das Leben dann auch Freude. Genau. Und offenbart sich. Ja, eben und auch nochmal, das war auch eine Botschaft, die durch den Film kam, immer wieder dort, wie wir weitergehen möchten. Das ist die Botschaft, die auch immer in den Seminaren, Einzelsitzungen, Abendveranstaltungen kommt, die wird sich dann immer auch wieder anpassen an die momentane Situation, wo wir drin sind, weil es geht ja darum, dass wir in unserer Geschichte, in unserer Realität, in diesem Moment, wo wir jetzt drin sind, weitergehen und eben nicht irgendwo anders sein wollen, weil sonst haben wir ja hier Mühe. Jerry, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dabei warst, heute wieder bei uns in spirituellen Sprechstunde und uns ein bisschen aufgezeigt hast, wo der Weg in Liebe liegt, in uns und nicht in außen. Und wie den Weg jeder von uns gehen kann und er wird Wunder erleben, tatsächlich. Und über diese Dinge werden wir natürlich auch in Zukunft nochmal sprechen müssen, denn dein Erkenntnisbereich ist ziemlich groß und viele Menschen möchten gerne hier auch von dir noch mehrere Sachen hören. Und ich bedanke mich auch bei den Zusehern, dass sie wieder dabei waren bei unserer spirituellen Sprechstunde. Danke. Ich möchte mich auch bedanken, dass ich hier sein durfte, aber vor allem möchte ich mich für alle Menschen bedanken, die den Weg in Liebe gehen, die unterstützen, begleiten, ob alternativ und nicht alternativ, Ärzte, Nichtärzte, alle, weil wir sind ein Miteinander und füreinander. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke. Okay.